Entschuldigung, jetzt bin ich unterbrochen worden. Ich wollte noch von König David kurz erzählen. Der Liebling des Herrn, ja, der König David, der so viel verbracht hat und getan hat für den Herrn und der sich genauso verdient hat wie wir alle. Und liest man im 2. Samuel, Vers 11. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, und da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabbah. David aber blieb zu Hause in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom, also ist der Lust gewandelt auf den Zinnen seines Palastes, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach: Ist das nicht die Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ David ausrichten und sagen: Ich bin schwanger geworden. Ups. Da sandte David zu Joab und ließ sagen: Sende mir Uriah, den Hethiter, ihren Mann. Und Joab und sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu David kam, fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe, ja. Anscheinend hatte ich gefragt. Und David sprach zu ihr: Gehe in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs. Aber Uriah legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus zu seiner Frau. Als man das nun David berichtete, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen, da sprach David zu ihm: Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David: Die Lade, die Bundeslade, und Israel und Juda halten sich in Hütten auf. Und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, die waren alle im Kampf. Und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue das nicht. Dabei hat David da mit seiner Frau. Ja. Nur sprach David zu ihm: So bleibe heute auch hier, morgen will ich dir einen Auftrag geben. So blieb Uriah an jedem und an folgenden Tag in Jerusalem. Und er ging nicht in sein Haus hinab. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Job und sandte ihn zu Uriah. Er schrieb aber so in dem Brief, dass er an die Stelle gestellt wurde, am mächtigsten, am schlimmsten gekämpft wird, ja, dass er diesen Ehemann von seiner Bathseba da an die totale übelste Front stellen, ja. Und da hat er ihn hingeschickt und da ist er dann gestorben, ne? Und er starb dort, also kam er um. Und die Boten haben das dem David gesagt, ja. Und natürlich auch seiner Frau. Und sie hat getrauert um ihn, und als die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Der Herr hat es gesehen, ja. Und David hat sich aber nichts dabei gedacht. Und der Herr sandte Nathan, einen Propheten, den Propheten von David, vom Herrn, und zu ihm, zum David. Und als dieser kam, sprach er dann zu ihm und hat ihm einen Vergleich erzählt, ja, wie ein reicher Mann, der alles hatte, einem armen Mann auch noch dieses eine letzte Schaf genommen hat, ja, und wie er denn über den urteilen würde. Und David hat gesagt: Getötet, tötet ihn, ja. Und dann hat der Nathan zu ihm gesagt: Der, du bist der, ja. Du hast die einzigste Frau von dem genommen, obwohl du selber so genug Frauen hast, ja. Du bist der, der sich versündigt hat. Und sagt dann zu ihm in 2. Samuel 12, Vers 10: Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich
verachtet und die Frau Uias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Und das hat er seinen Sohn später gemacht. Ja, der hat sich ja übelst gegen David aufgelehnt und hat dann die ganzen, hat David da vertrieben und diese 10 Frauen, die zurückblieben, diese im Palast, die hat er dann alle öffentlich oben auf, öffentlich vergewaltigt, ja, also die Frauen seines Vaters, ja. Und es war die Strafe Gottes dann, ja. Also die müssten damals noch für ihre Sünden wirklich büßen, ja. Deshalb haben die auch diese Schlachtopfer und Blutopfer dargebracht und bla bla bla, um ihre Sünden zu büßen, weil da war das, das Erlösungswerk vom Herrn noch nicht vollbracht, ja. Jesus hat das alles für uns aufgenommen, hat die bezahlt für uns, auch heute noch, ja, bezahlt für unsere Sünden, damit wir nicht leiden müssen, damit wir da nicht so schrecklich leiden müssen, ja, und für unsere Sünden so bezahlen müssen, weil er bezahlt hat. Wenn wir denn gestehen, ja, wenn wir denn unsere Buße tun, ja, und er sagte, der Nathan sagte dann auch zum David, doch weil du den Feind des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren werde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind und die Frau, Uias, den David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und also früher mussten die da büßen dafür, heutzutage hat Jesus jetzt alles aufgenommen. Also wir müssen immer so büßen, so bitter, ja, also... Also wenn jetzt da heutzutage jemand stirbt, das ist jetzt nicht die Strafe Gottes, nicht, dass er das denkt, dass er das so hindreht. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Das war früher, ja, vor dem Erlösungswerk, ja. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben und hat da gefastet und den auf den Boden geworfen, ja, und 7 Tage gefastet. Und aber es musste passieren, ja. Damals brauchte Gott noch dieses Sühneopfer, ja. Später hat er dann seinen Sohn geschickt, dass er das übernimmt, dass alle mal für einen einfach alle mal Ruhe ist damit, ja, weil er Gott es selber nicht mag, ja, also er mag das nicht, will das nicht, deshalb hat er seinen einzigsten Sohn geopfert, dass das endlich aufhört, ja. Das ist der Sinn vom Erlösungswerk, ja. Und ja, und als das Kind dann tot war, ist er dann doch wieder aufgestanden und ja, damals war damit die Sühne getan, ja. Es hat sich erledigt somit, ja. Und dann ist er wieder aufgestanden und dann ist er zu seiner Frau Bathseba gegangen und steht im Vers 24 und David tröstete seine Frau Bathseba und ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und so ist der König Salomo entstanden, gell? Ein Liebling des Herrn. Ja, und der Herr liebte ihn, steht da. Ja, und also heute hat Jesus übernimmt all unsere Strafe, ja, also wenn euch da irgendwie was Schlimmes passiert, das heißt nicht, dass die Strafe jetzt Gottes ist, ja, das ist jetzt nicht mehr so, ja. Das hat Jesus bezahlt für uns, ja. Und, ja, und David hat da bitter bereut, ja, und er hat im Psalm 51 geschrieben. Oh, hey. Und in dem Psalm 51, da ist alles drin, ja, das ganze Buße tun und auch das, dass er einem zu erkennen gibt, was man eigentlich falsch gemacht hat. Das muss man erstmal erkennen, ja, sonst kann man ja keine Buße tun, ja. Dass einem das offenbart wird, ja. So wie es ihm offenbart wurde durch den Propheten, der es ihm gesagt hat, ja. Können auch wir bitten, wir offenbaren uns das, was wir falsch gemacht haben, weil wir es gar nicht schnallen. Wir wollen ja auch in sauberen Gewändern vom Herrn darstellen, wenn wir abgeholt werden, ja. Und David hat den Buchstaben geschrieben, sei mir gnädig nach deiner großen Güte und tilge alle meine Missentaten nach deiner großen Barmherzigkeit. O Herr, wasche uns rein. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretung und meine Sünden habe ich alle Zeit vor mir. Also bitte zeige mir meine Übertretung, damit ich meine Sünden erkennen kann.
Denn an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Inneren, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. O entsündige mich mit dem Blut des Lammes, so werde ich rein, so werden wir rein. Wasche uns, so werden wir weißer als Schnee. Lass uns wieder Freude und Wonne hören, damit die Beine verlocken, die du zuvor zu schlagen hast. O verbirg dein Angesicht vor unseren Sünden und tilge alle unsere Missetaten. Erschaffe uns, o Gott, ein reines Herz und gib uns von Neuem einen festen Geist in unserem Innern. O verwirf uns nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Lass uns wieder Freude haben an deinem Heil und stärke uns mit deinem willigen Geist. Und wir wollen die Abtrünnigen deine Wege führen und die Sünde zu dir bekehren. Errette uns von Blutschuld, o Gott, du Gott unseres Heils. Dann werden unsere Lippen deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. O tue unseren Mund auf, o Herr, so werden unsere Zungen dein Lob verkünden. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollten wir sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die dir, o Gott, gefallen sind, ein zerschlagenes Herz, ein zerschlagenes und Herz, oh Gott, wirst du, oh Gott, nicht verachten. O tue ein zerschlagenes, zerbrochenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. O tue wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du wieder Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit und Dankbarkeit. Wir wollen dir geistige Opfer darbringen, die dir wohlgefällig sind. Durch Christus Jesus, unseren geliebten Herrn. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Bußpsalm, der ist immer noch aktuell. Heute wie damals, ja, den kann man auch heute sprechen. Kann man auch täglich sprechen, ja. Und ja, Herr, so bitten wir, dass du uns unsere Sünden auch aufzeigst durch deinen Heiligen Geist. Lass es uns offenbart sein, wo wir noch Buße zu tun haben, damit wir reingewaschen werden können und Buße tun können und mit weißen Gewändern vor dir dastehen können, ohne Flecken, nur Herr. Ja, Herr, schau nicht auf unsere Sünden. Sieh nur unseren Schmerz an. Richte nicht unsere Dankbarkeit und blicke nur auf unser Leid. Lass auf unser gequältes Herz deinen himmlischen Trost da niederkommen, auf das sich unser Herz mit Tränen reinigen mögen, o Herr. Lass weite Ecke mit den Tränen der Reue benetzt sein, auf das Jakob Wurzel schlagen kann und Israel ergrünen und erblühen kann, o Herr. Lass uns gesalbt sein mit den Tränen der Reue, auf dass der ganze Erdkreis mit Frucht erfüllt sein möge, auf dass noch Generationen von diesem fruchtbaren Boden zehren und nähren können, o Herr. O Herr, wir bitten um diese komplette Gebrochenheit und Armut, die Art von Gebrochenheit, die das Fundament der Sünde zerstört, auf dem unser Leben von Kindheit aufgebaut wurde, o Herr. Danke, dass du all unsere Sünden auf dich genommen hast, auf dich selbst, auf dem Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, o Herr. Durch deine Wunden sind wir heil geworden. Denn wir waren alle wie verirrte Schafe, die in die Irre gingen. Aber jetzt haben wir uns bekehrt zu unserem großen Hirten, zu dem Hüter aller Schafe, o Herr. Und bitten, dass auch unsere Brüder und Schwestern sich noch zu dir bekehren können, o Herr. Danke für deine Liebe, deine Geduld mit uns, danke für deine Vergebung, danke, dass du den Höchstpreis bezahlt hast für uns und all unsere Sündenlast auf dich genommen hast und uns so reinwäscht, dass wir rein dastehen können. O Herr, danke, dass du uns reinwäscht in deinem Blut, o Herr, denn wir könnten niemals rein dastehen, wir könnten niemals gerecht sein, o Herr, vor dir. Danke, Herr, für diese Gnade. Danke, Vater, dass deinen geliebten Sohn uns dir vom Herzen gerissen hast, für uns zur Tilgung unserer Sünden, zur Sühne für all unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Danke dafür, für diese Gnade, oh Herr. Gesegnet sei deine vollkommene Liebe, geheiligt sei dein Name, wie am Anfang, so jetzt und alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Amen. Sei gesegnet.